Es müsste doch einen einfacheren Weg geben. Es wäre schön, wenn es einen einfacheren Weg geben würde. Dann würden ihn vielleicht mehr Leute betreten. Aber da wir als Menschen so tief verankert sind in den Dingen, die uns immer wieder Dukkha bereiten, ist der Weg einer, der sehr in die Tiefe zu gehen hat. Und das kann nicht einfach sein. Wenn wir also einmal gesehen haben, dass hier es möglich ist, eine Zuflucht zu finden, eine Zuflucht von all den Schwierigkeiten und von all den Ideen und Vorstellungen, die wir bis jetzt hatten, und in dieser Zuflucht ruhen können, da kommt große Freude hoch. Und diese Freude ist unumgänglich nötig, um diesen Pfad zu beschreiten. Manchmal glauben Leute, und ich habe das schon oft gesehen, dass heilig sein heißt, mit einem langen Gesicht herumzulaufen. Vielleicht haben Sie auch schon mal solche Leute gesehen. Heilig sein heißt heil sein. Nicht mehr kaputt sein. Im Ganzen sein. Heil, geheilt. Das ist alles, was heilig sein heißt. Das ist ganz deutlich. Hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man traurig ein langes Gesicht haben muss oder in irgendeiner Weise etwas darstellen muss, was anders ist, außer dass man innerlich geheilt ist. Die Freude ist der wichtigste Bestandteil des ganzen emotionellen Haushalts, um die Meditation zu einem Erfolg zu bringen. Und die kommt durchs Vertrauen. Und das Vertrauen kommt nur, wenn wir die anderen Suche alles aufgegeben haben. Das heißt nicht, dass wir nichts mehr anderes machen können. Wir können genau unserem Leben so nachgehen, wie wir immer ihm nachgegangen sind. Aber nicht mehr in der Idee, dass es uns vollkommene Zufriedenheit, vollkommene Erfüllung geben wird, wenn wir eventuell kleine Änderungen vornehmen. Eine Stunde früher aufstehen oder etwas liebenswürdiger werden oder so etwas. All diese Ideen, all diese Vorstellungen werden fallen gelassen. Und dann kommt die Hingabe. Wenn diese Freude in einem hochkommt und man sich dann hinsetzt zum Meditieren mit der Freude, dann kommt ein Wohlbefinden. Dieses Wohlbefinden ist ganz körperlich gemeint. Solange man innerlich ruhelos ist und immer noch nicht ganz sich klar darüber ist, was eigentlich der Schwerpunkt des eigenen Lebens sein soll, solange ist dieses Wohlbefinden, was in der Meditation kommen kann, noch nicht möglich. Erst wenn man sich vollkommen hingegeben hat und von dieser Freude aus funktionieren kann, diese Freude, dass man einen Weg gefunden hat, eine Lehre gefunden hat, dass man gefunden hat, eine Möglichkeit, das Dukkha einmal zu beenden.
Wenn dieses Wohlbefinden kommt, dann ist es, der Buddha nennt es, es durchtränkt den ganzen Körper. Er hat ein Gleichnis dafür benutzt, was in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr passend ist, weil wir das überhaupt nicht kennen. Er hat gesagt, wenn ein Bademeister oder sein Gehilfe einen einen Seifenball nimmt und den knetet. Auf die Idee würden wir gar nicht kommen, einen Ball zu kneten, aber scheinbar hat man das früher gemacht. Und ihn immer wieder durchknetet, so bis er vollkommen durchzogen ist von dem guten Aroma und vollkommen durchtränkt ist und erfüllt ist von der Qualität der Seife, dann so ist es, als wenn man dieses Wohlbefinden durch den ganzen Körper gehen lässt. Wenn dieses Wohlbefinden kommt, dann kommt Ruhe. Dann kommt eine Beruhigung. Eine Beruhigung des Geistes, der bis dahin immer noch umhergehüpft ist. Er hüpft umher, weil er auf dem Meditationsobjekt nicht bleiben kann, weil sich das nicht so wunderbar anfühlt. Es ist, der Geist will unterhalten werden. Das Meditationsobjekt ist langweilig. Der Buddha hat das Papancha genannt, Vervielfältigung. Der Geist ist immer darauf aus, das ist ein Naturinstinkt, alles zu vervielfältigen. Wenn wir einmal in die Natur schauen, da gibt es nicht eine Sorte Baum, da gibt es tausende von Sorten Bäumen. Es gibt nicht eine Sorte Blume, es gibt wahrscheinlich Zehntausende von Sorten Blumen oder noch mehr. Alles verschiedene Farben. Die Vögel haben alles verschiedene Farben. Die ganze Natur ist voll mit Vervielfältigung. Das ist ein Naturinstinkt, sich zu vervielfältigen. Und das ist genau unser Instinkt. Wir suchen das. Und es wird immer mehr und mehr und mehr. Wie ich ein Kind war, gab es zwei Autofarben, schwarz und grau, konnte man sich aussuchen. Man konnte auch ein Auto kaufen, das schwarz und grau war. Wenn man das heute den Leuten anbieten würde, die würden lachend weggehen. Wie ich ein Kind war, gab es drei Sorten Eiscreme. Schokolade, Vanille und Erdbeer.